Haben Sie schon einmal von einem sogenannten Pop-up-Store gehört? Dabei handelt es sich um einen Laden, der zeitlich befristet seine Waren anbietet. Nach ein paar Monaten schließt der Laden wieder und ein neuer Händler tritt an seine Stelle. Ein ähnliches Konzept gibt es nun auch in Reutlingen. Wechselnder Wilhelm heißt der neue Pop-up-Store, der in der ehemaligen Löwenapotheke in der Wilhelmstraße eröffnet hat. Kunden haben hier 2 bis 3 Monate Zeit, die Waren zu begutachten. Danach gibt es einen kompletten Sortiments- und Themenwechsel. Der wechselnde Wilhelm ist kein normaler Pop-up-Store, wie man das vielleicht kennt, dass eine Marke für einen bestimmten Zeitraum ein Ladengeschäft in Beschlag nimmt, sondern im wechselnden Wilhelm haben wir unterschiedlichste Akteure, unterschiedlichste Angebote und immer zu einem bestimmten Thema. Anders wie bei einem traditionellen Pop-up-Store stammen die Waren also nicht nur von einem Händler, sondern von vielen verschiedenen. Vom Start-up bis zum etablierten Unternehmen kann hier jeder seine Produkte zum Verkauf anbieten. Auch die Bruderhausdiakonie verkauft einige ihrer Produkte im wechselnden Wilhelm. Das einzige Kriterium ist, dass die Produkte zum jeweiligen Thema passen müssen. Derzeit dreht sich alles um das Fahrrad. Wir haben hier ein Startup, das eine ganz innovative Smartphone-Halterung fürs Fahrrad entwickelt hat. Sie finden hier aber auch Lastenräder der Bruderhausdiakonie. Sie finden hier aber auch Gegenstände mit Fahrrädern drauf, also Taschen und Postkarten, auch aus den Werkstätten der Bruderhausdiakonie. Sie können aber auch ein E-Bike von einem neuen Anbieter hier mal anschauen. Nach 2 bis 3 Monaten endet das Thema Fahrrad. Danach ziehen neue Produkte zu einem neuen Thema in den Laden ein. Der Pop-up-Store entstand durch die Idee, die Reutlinger Innenstadt mehr zu beleben. Das scheint auch zu funktionieren. Als wir es letztes Jahr mit den Studierenden entwickelt haben, haben wir nie gedacht, dass es tatsächlich so positiv ankommt. Also wir haben ganz viele Personen, die hier einfach reinkommen und sich freuen, dass es mal was Neues in der Stadt gibt. Der wechselnde Wilhelm soll aber nicht nur ein Laden sein. Hier sollen Menschen zusammenkommen und gemeinsam in Workshops neue Ideen erarbeiten. Wir haben 2 unterschiedliche Arten von Workshops. Einmal wollen wir Keramikkurse anbieten, Nähkurse als Familienevents auch. Und auf der anderen Seite würden wir gerne mit Unternehmen oder mit Studierenden an verschiedenen Ideen gemeinsam arbeiten. Ab dem Herbst wird sich dann voraussichtlich alles um das Thema smarter Leben drehen. Statt Fahrradartikeln wird es dann Produkte für den täglichen Bedarf geben, wie zum Beispiel Kleidung oder Wohnaccessoires.